Aufgrund der Nachfrage nach einer Mixbox von den vier Gummisorten hat Ahead nicht lange gefackelt und der Wunsch binnen kürzester Zeit umgesetzt. So hat man nun die Chance, sich erstmal durchzuprobieren, bevor man eine ganze Box von nur einer Sorte bestellt. Man will ja schließlich nicht die Katze im Sack kaufen. Ich bin super gespannt, wie Fluffy Hearts, Sweet Cherries, Sweet Peaches und Sour Cola Bottles schmecken werden. Bei den Fluffy Hearts handelt es sich um Sweet Strawberry und Sour Apple Geschmack. Ich finde sie vom Geruch her leider ziemlich künstlich. Was auf die Cherry Sorte leider auch zutrifft, man hat zwar eine Kirschnote, aber die kommt auch ziemlich künstlich rüber. Bei Sweet Peach kann ich einfach nur wow sagen, was für ein super natürlich süßer Pfirsichgeruch. Das gleiche gilt für die Sour Cola Bottles. Sie duften original wie Cola. Wie ich bereits beim Geruch vermutet habe, schmecken diese Fruchtgummis leider sehr künstlich. Anfangs kommt noch eine saure Note mit dazu. Je nach Farbe bekommt man entweder Erdbeere oder Apfel geboten. Die Konsistenz empfinde ich als etwas zu zäh. Man schmeckt, dass es Kirsche sein soll, aber nicht ganz so natürlich wie gewünscht. Auch hier hätten die Fruchtgummis gern etwas weicher ausfallen können. Die Sweet Peaches Fruchtgummis duften nicht nur super intensiv und natürlich nach Pfirsich, hier stimmt auch der Geschmack, als würde man in eine süße, reife Pfirsich beißen. Die Konsistenz ist deutlich weicher und somit auch angenehmer zu essen. Ich finde diese Sorte super lecker. Von meiner Seite her kann ich sie sehr empfehlen. Bei Colafläschchen kann man kaum was falsch machen, vor allem wenn der intensive Geruch schon total an Cola erinnert. Auch geschmacklich überzeugt es zu 100%, als würde man Cola konsumieren. Wie bei der Pfirsichsorte ist auch hier die Konsistenz super weich. Fluffy Hearts und Sour Cherry haben mich persönlich absolut nicht überzeugt. Vom Peach und Cola würde ich mir dagegen sofort eine Box ordern. Falls ihr diese Probierbox auch geordert habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Sorte ihr am meisten feiert.